Razzia. Ja, was ist noch erlaubt? Was ist verboten? Das versuchen wir in dieser Sendung noch mal ein bisschen aufzuklären. Dazu haben wir vor der Kamera den Peter Kolber von der Liste Jetzt und den Johannes von Brief Organics. Die hatten eine Razzia und schaut's einfach rein. Hört zu, was die Leute zu sagen haben. Viel Spaß. Wir sind hier auf der Hanf Expo und neben mir ist der Johannes von Brief Organics. Guten Morgen. Moin, hi. Du, wundert mich, dass du noch lachen kannst. Du bist einer derjenigen, bei denen eine Razzia stattgefunden hat im Raum München. Und bei euch haben sie den kompletten Laden auseinandergenommen? Vor ungefähr 2 Wochen gab es in München eben diese Razzia. Ich glaube, das stand auch in jeder Zeitung. Ungefähr 180 Polizisten in 14 Münchner CBD-Shops und Brands eingelaufen sind, also in die größten Läden, die eben in München da sind, und haben eigentlich in jedem Laden, unabhängig von der Produktkategorie, also es hätten auch Liegestühle sein können oder Hanf-T-Shirts, ja, einfach mal alles beschlagnahmt mit dem Verdacht auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, genau, oder Arzneimittelgesetz. Ja, haben die jetzt vorher gegen euch ermittelt oder haben die jetzt gesagt, ah, da wird vermutet, oder wie ist das zustande gekommen, wieso gerade ihr? In der Erklärung der Polizei stand eben drin, dass in vermehrt Jugendliche mit CBD-Blüten aufgegriffen wurden in der Vergangenheit oder Ende 2018 im Raum München, und anscheinend haben diese Blüten einen höheren THC-Gehalt gehabt als 0,2%. Das war der Vorwurf, der im Raum stand. Bei uns kann man ja schnell mal behaupten, oder? Kann man schnell behaupten. Wurden dann besucht mit 25 schwer bewaffneten Polizisten und haben dementsprechend dann erstmal... Ist auch geschossen worden, oder? Und absolut. Also wir haben gesagt, wir erwarten, dass irgendwann eine Kontrolle kommt vom Gesundheitsamt, auch vielleicht von der Polizei oder von wem auch immer, von welcher behördlichen Stelle, und haben alle unsere Produkte eigentlich im regelmäßigen Umfang testen lassen, prüfen lassen, hatten die ganzen Prüfzertifikate eigentlich vorne doch an der Ladenzeile im Büro sogar liegen, aber das hat die alles nicht interessiert. Also die hatten ganz klaren Auftrag von der Staatsanwaltschaft gehabt, alles beschlagnahmen, egal was. Und euch als Verbrecher auch dastehen lassen, so irgendwie, ne? Genau, ja. Also meine Freundin und ich sind Hauptgesellschafter, und wir wurden beide dann quasi auch mit auf die Wache genommen und haben dann zum ersten Mal eigentlich dieses ganze Prozedere miterleben dürfen, was eigentlich bedeutet, wenn der Staat da seine gesamte Macht eigentlich ausübt und da auch nicht zurückschreckt vor, wie du sagst, vor Unternehmern oder auch vor seriösen Unternehmen. Also wir waren ja nicht die Einzigen, die betroffen waren. Da wird die komplette Ware ja praktisch eingezogen. Das heißt, ihr könnt ja eigentlich euren Laden zumachen oder ihr könnt Gehälter nicht mehr zahlen. Da wurden private Laptops oder alles eingezogen. Ja, also es ist grundsätzlich so, dass die als allererstes mal alles beschlagnahmt haben. Ja, also mein Anwalt hat mir das so erklärt, die können, wenn ein Staatsanwalt sagt, da ist jetzt ein Verdacht auf Verstoß gegen das Betäubungsmittel, kann er mittlerweile relativ einfach diesen Durchsuchungsbeschluss bekommen für private und gewerbliche Räume. Und dann wird einfach erstmal alles komplett beschlagnahmt. Und dann sind wir in der Beweispflicht zu beweisen, dass die Produkte nicht gegen das Betäubungsmittel verstoßen. Was die natürlich genau wissen, ist, dass wenn die jetzt den gesamten Warenbestand beschlagnahmen, ein Unternehmen natürlich irgendwo auch existenzgefährdet ist. Ja? Oder auch die Menschen, die dort arbeiten. Ja? Ich habe 10 Mitarbeiter. Denen muss ich Gehälter zahlen, ich muss meine Lieferanten bezahlen, ich muss mich selbst natürlich, ich stehe auch vor einem Existenz. Ja, wie hast du das jetzt gemacht? Habt ihr jetzt neue Kredite aufnehmen müssen? Oder wie läuft das? Was macht man dann? Ja, wir haben es jetzt geschafft, aber es gibt natürlich den einen oder anderen, der da wahrscheinlich das nicht stemmen kann. Und das ist ja auch genau die perfide Taktik, die verfolgen, dass sie sagen, wir schlagnahmen erstmal alles. Das kann bis zu einem Jahr dauern. In der Zeit ist die Ware wahrscheinlich auch abgelaufen. Ja. Und du bist dann in der Beweispflicht, und allein das zu beweisen, kostet dich extrem viel Geld, weil diese Anwälte natürlich auch nicht günstig sind. Und ich dachte immer, es wird es nur in Amerika geben. Ich dachte immer, hier müssen die einem die Schuld beweisen. Ja, habe ich auch gedacht, aber also mein Anwalt hat mich erstmal ausgelacht, wo ich mit dieser Unschuldsvermutung rüberkam. Okay. Und hat gesagt, das ist mittlerweile gar nicht mehr so, und allein auch jetzt durch dieses Polizeiaufgabengesetz in Bayern ist es natürlich um einiges verschärft. Ja. Also das ist ja schon ganz schlimm jetzt, ja. Ja, vom Hintergrund her vielleicht nochmal, wieso waren diese Razzien in München? Es gab vor 3-4 Monaten eine Messe in München, und da war ein junger Staatsanwalt, der hat eben ein CBD-Geschäft auf einer Messe gesehen
und hat dann gesagt, oh, das ist illegal, oder hat das vermutet, ja, und ich glaube, da steckt halt irgendwo so eine Profilierungs, also da entweder rollen dann irgendwann Köpfe bei der Staatsanwaltschaft, ja, weil die halt sich eingestehen müssen, dass es nicht in Ordnung war, oder ja, sie zögern es lang genug hinaus, bis es irgendwann im Sand verläuft. Also ich glaube, das sind so die zwei Optionen, die jetzt dann wahrscheinlich im Raum stehen. Und da müssen wir als Unternehmen auf jeden Fall dagegen vorgehen. Weil das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ihr tut euch zusammen jetzt, oder wie? Also wir sitzen zusammen. Ich will da jetzt noch nichts Konkretes sagen, was dabei rauskommt. Aber wir werden auf jeden Fall gemeinsam geschlossen dagegen vorgehen. Sehr gut. Und versuchen da wirklich jetzt auch mal eine klare Rechtsprechung für dieses Thema zu gewinnen, weil es ist so unklar im Gesetz, dass keiner wirklich sagen kann, ist CBD-Nutzhanf jetzt legal, die Abgabe an den Endkunden? Sind weiterverarbeitete Produkte legal an den Endkunden? Sind Produkte, die nur CBD enthalten, legal an den Endkunden? Der Vorwurf der Staatsanwalt in München ist, so ungefähr ist alles illegal. Weil als Bürger in Deutschland hast du das Recht auf eine klare Gesetzeslage. Ja, absolut. Weil wie soll ich ein Geschäft aufbauen über 2-3 Jahre auf einer Rechtslage, die wir so sehen und der Staatsanwalt sieht das auf einmal anders und zerstört deine Existenz? Ich kenne mich bald gar nicht mehr aus oder die User. Was ist denn jetzt überhaupt noch legal? Lutscher, Tees, Öle, Liquids, was darf man noch? Wo darf man es noch drin machen? Also die Münchner Staatsanwaltschaft kam mit dem Vorwurf bei uns auch ins Büro, da ich bei allen CBD-Unternehmen, alle Produkte wären grundsätzlich illegal. Und da muss man einfach sagen, das ist zu 100% nicht korrekt. Ja? Man muss differenzieren, es gibt eben diese Sonderregelung BTMG, wo die eben auf diese 0,2% eingehen. Der Knackpunkt ist aber gar nicht diese 0,2%, sondern es gibt eben dieses Bundesinstitut für Risikobewertung und die sagen, alle Produkte, die ein THC-Gehalt haben von unter 0,001 Milligramm pro Körperkilogewicht, bedeutet bei einer Person, die zum Beispiel 60 Kilo wiegt, wären es 0,06 Milligramm THC pro Tagesdosis. Diese Produkte sind verkehrsfähig in Deutschland und sind legal. Bei den Blüten, da ist es schwierig, da ist eben schwammig geschrieben und dafür muss man eben jetzt für Klarheit sorgen. Und das ist auch der Knackpunkt, woran sich die Staatsanwaltschaft aufhängt. Und das ist auch da, wo Führerscheine gezogen werden. Ne? Die Leute rauchen oder nehmen CBD-Blüten zu sich und glauben, sie sind im legalen Bereich und auf einmal wird ihnen der Führerschein gezupft. Ne? Wenn der Drogentest anschlägt, dann ja. Lebensmitteln ist aber jetzt CBD nicht mehr erlaubt, aber Nutzhanf dürfte ich schon in Lebensmitteln weiterhin benutzen. Ne? Also bei Lebensmitteln ist es wieder eine andere Thematik. Also das eine ist das BTMG, darüber beschäftigt sich die Münchner Staatsanwaltschaft. Was du jetzt meinst, ist das Thema mit Novel Food. Also Cannabis Sativa L war schon immer ein Produkt, das in Europa ganz normal verkehrsfähig war. Und die haben eigentlich jetzt in Europa von heute auf morgen, Anfang 2019, Cannabis Sativa L als Novel Food eingestuft. Erstmal nur die Extrakte und danach wirklich alles, also Stängel, Blüten, alles. Und wir glauben persönlich, da steckt wahrscheinlich, wie du auch sagst, ne, die Pharmaindustrie dahinter, weil die merken, denen brechen Millionenumsätze weg. Die Leute gehen immer mehr auf den Hanf, weil die merken, es hat so viele Vorteile und versuchen das jetzt eben einzudämmen. Und Novel Food bedeutet eigentlich nur eine einzige Sache. Jedes europäische Land muss es in nationale Gesetzgebung umwandeln und du als Hersteller musst nachweisen, dass dein Produkt verkehrsfähig und unbedenklich für den Endkunden ist. Um das zu tun, brauchst du 2-3 Jahre, kostet dich 500.000 bis 1 Million und so kann man natürlich auch Marktmitbewerber ganz einfach aus dem Markt drängen. Neben mir ist der Peter Kolber und der hat die Verbraucherschutzverein gegründet, ja genau. Genau, Verbraucherschutzverein. Ich bin schon ein bisschen durch hier auf der Messe. Schön, dass du Zeit für mich mal kurz hast. Das ist ein Verbraucherschutzverein, wie der Name sagt, ist ein Verein von Menschen, die da Verbraucherschutz betreiben wollen, beziehungsweise wir für unsere Mitglieder auch sehr viel Verbraucherschutz machen und zwar auf allen möglichen Gebieten. Wir sind auch eben aktiv in Patientenrechten. Und unter die Patientenrechte fällt eine ordentliche Versorgung von Schmerzpatienten. Und wir wissen von den Ärztegesellschaften, dass es in Österreich 1,5 Millionen Menschen gibt, die chronische Schmerzen haben und wo ja Cannabis durchaus eine Aussicht bildet für diese Menschen. Wir haben, was das THC betrifft, für Patienten zum Beispiel mit Polyneuropathie, das habe ich selber. Das gibt es halt als Medikament, als Dronabinol. Und wir haben eine völlig absurde Situation, dass die Agentur für Ernährungssicherheit in Österreich, also die AGES, das Monopol hat, in Österreich Medizinalhanf zu erzeugen, also zu produzieren.
und diesen Hanf dann nach Deutschland zu einer Pharmafirma liefert, die das THC extrahieren. Und zurück kommt dieselbe Menge, die hingeliefert wurde, um 1 bis 10 Euro, also 500 Milligramm. Diese 500 Milligramm aufgelöst, dann in Tropfenform, kommt zurück um 450 Euro in der Apotheke. Das ist Wahnsinn, ne? Also was da die Leute über den Tisch gezogen werden. Ne? Also es ist völlig absurd. Ne? Was ich noch schlimmer finde, ist, dass diese AGES sich auch noch als Behörde aufführt und hier auch noch Kontrollen in Österreich durchführt und die Leute das auch noch mit sich machen lassen. Ja, also das ist europaweit einzigartig, dass ich einerseits sozusagen am Wettbewerb teilnehmen. Gut, Wettbewerb ist es keiner, es ist ein Monopol, aber dennoch. Ja. Also ich produziere und habe auch wirtschaftliche Interessen, würde der AGES unterstellen, dass es nicht uninteressant ist, auch im CBD-Markt eine Rolle zu spielen. Auf der einen Seite und auf der anderen führe ich die Kontrollen durch. Nicht? Also das geht überhaupt nicht und das ist typisch österreichisch, dass es leider bei uns dumm geht. Was heißt das jetzt für mich so als Patient? Ich bin ja auch Cannabis-Patient. Was heißt das für mich? Könnte ich mich von euch vertreten lassen? Wie setzt ihr euch für die Leute genau ein? Also wir haben ein Angebot, das ist ein sehr konkretes. Wenn man ein Medikament mit THC bekommt, in der Regel ist es Dronabinol, dann wird es auf Suchtgiftrezept verschrieben und wenn ich es mir dann kaufen will, kostet ein Flascherl 450 Euro. Das können sich Schmerzpatienten in der Regel nicht leisten. Daher ist dort der Knackpunkt, ob die Krankenkassen diese Kosten übernehmen. Und da sind sie ganz schwach, die Krankenkassen. Und da ist unsere Hilfestellung die, erstens einmal Aufklärung, nämlich, wenn die Krankenkasse die Übernahme von Kosten ablehnt, dann habe ich einen Anspruch darauf, dass ich sage, ich möchte das in einem schriftlichen Bescheid auch ausgestellt bekommen. Der Vorteil eines solchen schriftlichen Bescheides ist, dass ich dagegen dann beim Sozialgericht klagen kann. Und da werden sich jetzt viele denken, um Gottes Willen, das traue ich mir nicht und das kostet sicher viel Geld. Und da setzt unsere Hilfe an, wieder mit der Information. Erstens, es kostet nicht so viel Geld, das hat der Gesetzgeber privilegiert. Also man zahlt keine Gerichtskosten, keine Sachverständigenkosten. Was Grundrecht ist. Ne? Man muss auch dem Gegner nichts zahlen, aber der eigene Anwalt, den muss man trotzdem finanzieren. Und den würden in solchen Fällen wir, solange der Vorrat reicht, dann Geld finanzieren. Also wir würden einen Anwalt stellen, das heißt jemand mit einer klaren oder eindeutigen Indikation für Dronabinol, das sind chronische Schmerzpatienten, das sind Menschen, die durch Chemotherapie Übelkeit oder Erbrechen erleiden und Patienten mit multipler Sklerose, da hilft es halt gegen die Spasmen. Das sind anerkannte Indikationen. Das Einzige, was der Arzt können muss, ist, dass er es darstellt, dass er sagt, ja, die billigeren Schmerzmedikamente, die helfen nicht oder lösen sogar Nebenwirkungen aus, die man nicht zumuten kann. Das muss schon beschrieben sein, es muss da eine gewisse Historie dargelegt werden, aber dann sollte man erstens jetzt, nachdem wir das Augenmerk drauflegen, bessere Chancen haben, dass übernommen wird und wenn nicht übernommen wird, würden wir klagen. Kämpft ihr auch oder setzt ihr euch dafür ein, dass es auch in Österreich Cannabisblüten in der Apotheke gibt wie in Deutschland? Ja, wieder aus meiner eigenen Erfahrung. Ich weiß aus einer Studie der amerikanischen Akademie der Wissenschaften aus dem Jahr 2017, dass gerade bei neuropathischen Schmerzen die Blüten mit dem vollen Spektrum sehr viel besser noch wirken als eine Monosubstanz. Und daher wäre jetzt einmal rechtlich gesehen die deutsche Lösung für uns tatsächlich ein großer Fortschritt. Wo seid ihr zu finden mit eurem Verein online? Wir sind unter www.verbraucherschutzverein.at zu finden. Okay. Machst du noch was für die Liste jetzt? Ich bin der Leiter des Teams Bürgerrechte der Liste jetzt. Das passt ganz gut zusammen. Das ist nicht nur Verbraucherschutz, sondern da geht es um ganz andere Themen auch. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, weil wir da durchaus auch ein bisschen einen parlamentarischen Spielraum haben. Der Verbraucherschutzverein ist offen für Wähler aller Parteien, ist völlig unabhängig. Und das ist das, wo ich
30 Jahre tätig war und da werde ich weiter tätig sein. Schön, dass du dich so einsetzt und danke, dass du kurz Zeit hattest für uns. Ja, danke für das Interview. Ciao. Der Kameramann, der spielt da rum. Und Leute, denkt dran, ihr müsst hier abonnieren, ja? Einfach klicken, die Glocke drücken und ihr kriegt jedes Mal Bescheid. Und wenn du die letzte Sendung immer noch nicht gesehen hast, schaust du sie hier an und die nächste gibt's hier.